Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei den ersten Stromnetz-News, Blackout-News hier auf diesem Kanal. Warum mache ich das? Damit ich euch ein Hintergrundwissen gebe, was ist derzeit in unserem Stromnetz eigentlich los? Wie sieht es derzeit aus? Wo steht die Blackout-Uhr? Welche Probleme kommen auf uns zu? Und diese Probleme sind extrem. Der November war mit der krasseste Monat im Stromnetz, den ich je gesehen habe. Wir hatten so viele Eingriffe ins Stromnetz wie niemals zuvor. Wir hatten Preissteigerungen, das ging sogar so weit, dass es Spitzenwerte gab, die um den 200-fachen Satz höher waren als der normale Durchschnittspreis. Und große Übertragungsnetzbetreiber kündigen riesige Probleme im Stromnetz an. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Los geht's! Starten wir mal als erstes Thema mit den Schutzmaßnahmen, den Redispatch-Maßnahmen. Diese sind ja dazu da, damit es im Stromnetz eben nicht zu einem großflächigen Brownout oder vielleicht sogar zu einem Blackout kommt. Und es geht hier um die Anzahl und die ist exorbitant. Wie funktionieren solche Schutzmaßnahmen? Ihr wisst, wir brauchen 50 Hertz immer als Frequenz. Jeder kennt das noch aus dem Physikunterricht. Die muss unser Stromnetz haben, ansonsten haben viele Maschinen Probleme, dass sie defekt werden. Das kann man sich vorstellen wie ein Tempomat, geht es bergauf, also haben wir mehr Last. Was macht dann das Auto? Es gibt mehr Gas. Hier ist es genauso, die Netzbetreiber schalten einfach Kraftwerke dazu etc., um die 50 Hertz konstant zu halten. Irgendwann geht es vielleicht mal nach unten, das heißt, wir produzieren mehr, als wir verbrauchen würden, dann würde die Netzfrequenz steigen. Das heißt, hier werden einfach Kraftwerke wieder vom Netz genommen oder runtergefahren, je nachdem. Und diese Anzahl der Eingriffe war so in den 2000ern, als wir noch ein richtig stabiles Stromnetz haben, zwischen 3 und 6 Mal. Und wie das jetzt aussieht, das zeigt euch mein Kollege aus der Redaktion. Nun, wie der Kollege schon sagte, hatten wir 3 bis 6 Eingriffe im Jahr 2000. Im Jahr 2014 waren es bereits 3456. Also echt ein krasser Unterschied. Im Jahr 2020 waren es dann insgesamt 6798, also fast das Doppelte von dem, was 2014 an Eingriffe nötig war. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Ich habe tatsächlich am 17.11. das letzte Mal geschaut und da hat man bereits 6.931, das heißt, zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits das Jahr 2020 übertrumpft und es haben mehr Eingriffe waren nötig als im Jahr 2020. Aber jetzt kommt's. 3 Wochen später, am 8.12.2021, sind jetzt bereits 7.974. Sprich, in den letzten 3 Wochen hatten wir 1.043 Eingriffe. In 3 Wochen. In nur 3 Wochen über 1.000 Eingriffe. Ins Stromnetz, um einen Blackout oder Brownout zu verhindern. Das erklärt vielleicht auch die großen oder die starken Steigungen in die Großhandelspreise. Wie hier die Bundesnetzagentur berichtet, der durchschnittliche deutsche Großhandelspreis war mit 85,31 Euro vom Januar bis November mehr als doppelt so hoch, wie, ich würde schon fast sagen, fast dreimal so hoch wie der vom letzten Jahr im Schnitt mit 29,26 Euro. Im November wurde dann der Strom, also nur im November alleine, mit 176 Euro pro Megawattstunde gerechnet. Wir reden hier von dem fast 6-fachen von dem, was im Durchschnitt im Jahr 2020 ist. Wer das am Ende bezahlt? Genau. Was hat denn hier so Einfluss drauf genommen? In der zweiten Jahreshälfte 2021 sind die Gas- und Stromhandelsgaspreise in der EU deutlich angestiegen. Im Oktober waren die durchschnittlichen Gaspreise um etwa 400% höher als im April. Also innerhalb weniger Monate hat sich das vervierfacht. Die durchschnittlichen Großhandelsstrompreise sind im gleichen Zeitraum ums Doppelte gestiegen. Hauptursache für die allgemein hohen Großhandelspreise in Europa ist der weltweite Anstieg bei den Brennstoffpreisen, insbesondere bei Erdgas, haben wir ja schon gehabt.
Dieser wiederum ist auf einen Nachfrageanstieg bei einem zugleich knappen Angebot und geringen Speicherständen zurückzuführen. Das ist unser großes Problem. Die asiatische Nachfrage nach Flüssigerdgas hat deutlich zugenommen, was die Weltmarktpreise in die Höhe treibt und dazu führt, dass weniger Gas für Einfuhr nach Europa zur Verfügung steht. Das war das, was in dem Video zum Thema China gesagt haben. Die haben zu wenig Strom, also gehen die jetzt einkaufen. Und die haben die Kohle, um das zu bezahlen. Die LNG-Einfuhren in die EU sind bis September 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 20% zurückgegangen. Wir setzen auf Gaskraftwerke, nur mal zur Erinnerung, ab Januar, aber wir importieren weniger Gas. Und dann kommen natürlich die Grünen noch dazu, darf man ja nicht vergessen. Des Weiteren ist die EU-CO2-Zertifikatspreis seit Beginn dieses Jahres gestiegen. Der war also mal 26,57 Euro und ist jetzt bei 65,68. Und wer bezahlt diesen Anstieg? Wir. So sieht das Ganze nämlich aus. Durch die höheren Gaspreise ist auch die relative Rentabilität der Gaskraftwerke gegenüber Kohlekraftwerke gesunken. Kohle schalten wir ab, Gas schalten wir dazu. Den Kostenvorteil von Gaskraftwerken wegen des geringeren Bedarfs an CO2-Zertifikaten wurde von den höheren Gaskosten überlagert. Also hier schneiden sich die Grünen ins eigene Fleisch, weil sie eigentlich ja mehr Gas wollen, Strom aus Gas als wie aus Kohle, aber da spielt der Gaspreis schlichtweg nicht mit. Dies zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr in einer höheren Stromerzeugung aus Steinkohle und geringeren Stromerzeugung aus Erdgas. Schlecht fürs für unsere CO2-Bilanz, aber gut für unseren Geldbeutel. Jetzt kommt der nächste Dämpfer für die Grünen. Darüber hinaus lag die Erzeugung aus erneuerbaren Energien von Januar bis einschließlich November ist um etwa 8,4% unter dem Vorjahreswert gelegen. Dabei war insbesondere die Erzeugung durch Windkraft geringer, so lag die Erzeugung durch Wind-Onshore-Anlagen um 15% geringer und durch Wind-Offshore-Anlagen 11,6% geringer unter den Vorjahreswerten. Das muss man sich mal geben. Wir bauen zwar immer mehr Wind und Solar, aber die bringen dann auch noch weniger Strom, weil halt windabhängig. Gut, schauen wir uns doch mal aktuell an, wie das Stromnetz derzeit ausschaut. Ihr seht es, also diese rote Linie ist ja immer das, was wir verbrauchen und das andere ist quasi, wie sich unser Strom zusammensetzt. Und wenn man hier mal diese dunkelbraune, würde ich jetzt mal sagen, Kernenergie anschaut, dann seht ihr, die hat zum Beispiel im Schnitt nur 7,4, 7,3 Gigawattstunden und hat eigentlich bis vor kurzem immer nur 8,2, 8,5 Gigawattstunden gehabt. Das heißt, die Kernkraftwerke werden langsam momentan runtergefahren und werden dann am 31.12. die eine Hälfte komplett abgeschaltet. Deswegen haben wir schon knapp ein Gigawatt oder ein bisschen mehr, weniger im Netz. Ob das dann schon zu diesen Anstiegen führt, ich weiß es nicht. Auch hier sieht man, diese Linie ist quasi die Großhandelspreise. Ihr seht, hier hat man mal 86 Euro, hier hat man mal 28 Euro. Das war aber, wo wir mal exportiert haben. Da hat man nämlich zu viel Strom, haben also leider relativ wenig verdient. Und hier zum Beispiel, da muss man jetzt Gott sei Dank nicht viel importieren oder exportieren. Da hat es mal 421,87 Euro in dieser Stunde gekostet. Ist also ganz interessant mal zu sehen, wie momentan sich unser Stromnetz entwickelt. Zu sehen auf smart.de der Bundesnetzagentur. So, der nächste Punkt, und den will ich euch nicht vorenthalten, der ist eigentlich hochinteressant, der kommt von RWE. Hinweis zu möglichen Einschränkungen für Weißweiler. Zur Versorgung der Einheit stehen im Fernleitungsnetz nur unterbrechbare Kapazitäten zur Verfügung, also die man vom Netz nehmen könnte. Dennoch darf der Fernleitungsnetzbetreiber die Erdgasversorgung aufgrund seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen unterbrechen und Bedingungen, ist aus dem Englischen übersetzt. Aufgrund des erhöhten Unterbrechungsrisikos in diesem Winter kann RWE die Verfügbarkeit nicht garantieren. Also sie können die Verfügbarkeit ihrer Gaskraftwerke nicht garantieren. Liegen konkrete Informationen vor, wird RWE die Nichtverfügbarkeit entsprechend veröffentlichen. Und ihr seht hier unten nochmal der gleiche Hinweis für Gersteinwerk. Also auch RWE warnt mittlerweile ganz massiv vor dieser Gaskrise. Wir haben unsere Speicher sind so leer, wie sie noch nie waren. Wir kriegen weniger Gas, als wir eigentlich bräuchten. Und was machen wir? Wir verärgern auch nur an Putin. Und Politiker in Deutschland fordern, dass man Nord Stream 2 nicht anschaltet. Das ist natürlich sehr sinnvoll, es ist nur die Frage, wem es mehr trifft, den Russen oder uns. Wer in der kalten Wohnung steht, wird sich wahrscheinlich für uns entscheiden. Wer keinen Strom hat über ein paar Tage,
wird sich wahrscheinlich für uns entscheiden. Hierzu will ich euch auch einen Gesetzestext vorlesen, und zwar den Paragraph 53a des Elektrizitäts- und Gasversorgungsgesetz. Und hier steht der Satz drunter: Darüber hinaus haben Gasversorgungsunternehmen im Falle einer teilweise Unterbrechung der Versorgung mit Erdgas, also wenn zu wenig da ist, oder im Fall außergewöhnlich hoher Gasnachfrage, Kunden im Sinne des Satzes Nummer 1 mit Erdgas zu versorgen, solange die Versorgung aus wirtschaftlichen Gründen zumutbar ist. Aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, das bedeutet, wenn der Gaspreis weiter steigt und der Gaspreis wäre höher als das, was ihr bezahlt, darf er uns vom Netz nehmen. Kommen wir nun zu den weiteren News, die es im November im Stromnetz gab. Eine der für uns wichtigsten ist: E.ON warnt vor Engpässen im Stromnetz. E.ON-Chef Leonhard Birnbaum warnt vor Engpässen im Stromnetz. Es gibt praktisch keine Reserven mehr im Netz, sagt er dem Handelsblatt Mittwochsausgabe. In den vergangenen 10 Jahren habe das Netz den Zuwachs von Erneuerbaren noch verkraften können. Aber jetzt sind wir einfach an der Leistungsgrenze. Also das, was ich schon seit langem erkläre, dass wir nicht noch mehr Solarwind verkraften können, weil unser Stromnetz bereits am Limit ist, das haben ja die Zahlen gezeigt, das wird hier nochmal von E.ON bestätigt. Chaos auf Europas Strommarkt. Schwedisches Kraftwerk muss Polen helfen. Das Problem ist ja, dass mittlerweile viele Länder sagen, wir brauchen Strom aus dem Ausland. Wenn das aber alle sagen, woher kommt dieser Strom dann noch? Miteinander verbunden und offen. So ermöglichen Europa Stromnetze, dass die Elektrizität frei über Grenzen dorthin fließt, wo sie am meisten gebraucht wird. Doch das funktioniert in Zeiten explodierender Preise nicht reibungslos. Normalerweise geht das rund 50 Jahre alte Ölkraftwerk in Karlshamn nur noch an besonders kalten Tagen in Betrieb. Betreiber E.ON hält es in den Wintermonaten als Reserve für das Elektrizitätsnetz bereit, falls die zunehmend auf erneuerbare Energien umgestellte Stromversorgung den Bedarf nicht decken kann. Der europäische Strommarkt funktioniert aber nicht normal in diesem Herbst. Deswegen wurde der mit Schweröl betriebene Meiler in Karlshamn nun schon zum zweiten Mal bei relativ milden Temperaturen angefeuert. Was wir vorher gesagt haben, wir haben immer weniger Strom, weil wir immer mehr Kraftwerke in Deutschland abschalten. Dann passiert das halt. Grund ist diesmal ein akuter Strommangel in Polen. Der dortige Netzbetreiber bat die Nachbarländer um Hilfe. Neben Deutschland, Litauen und der Ukraine verstärkte auch Schweden seine Stromlieferung. Und ein weiterer Punkt: Frankreich will mehr Atomkraftwerke bauen. Warum? Der französische Präsident hat angekündigt, im Kampf gegen den Klimawandel neue AKWs zu bauen. Wie macht's Deutschland? Wir schalten die lieber ab. Es ist einfach so, dass AKWs sehr niedrigen CO2-Ausstoß haben, sind immer verfügbar, zu über 95% verfügbar. Es ist also rein für Stromnetz gibt es keine bessere Energieerzeugung für den Klimaschutz. Problem ist natürlich der Atommüll und andere. Am 3.12.2021 um 5 Uhr gab es dann eine Ad-Hoc-Meldung von dem AKW Leibstadt, das ich vor kurzem in dem anderen Video vorgestellt habe. Und das Wiederanfahren nach einer Revision hat sehr viel länger gedauert als normal. Es hat über 200 Stunden gedauert, also 8 Tage. Und das ist eben das Problem bei einem Blackout: Wenn die mal runtergefahren haben, kann es eben auch etwas länger dauern, bis die wieder hochfahren. So Leute, ihr seht, wir haben noch ganz, ganz andere Probleme, viel, viel größere als das blöde C. Aber das kommt leider in der Presse momentan zu kurz. Aktueller Stand: Wenn beim Gas sich nichts ändert, dann können wir uns darauf einstellen, dass wir im Frühjahr, März, April dementsprechend weniger Strom zur Verfügung haben und es zu großflächigen Abschaltungen im Stromnetz kommen wird. Mit dem Ganzen kein Wasser, keine Heizung etc. Im Winter kann das richtig spaßig sein. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie euch diese Stromnetz-News gefallen haben. Würde mich freuen. Liked es, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Auto Chiemgau. Servus.